Unsere Company. Nee, dann sag du. Nee, doch, nee, ich nicht. Nee, dann sag ich auch nichts. Ich habe mir eine ganz tolle Antwort nämlich überlegt. Bad Company Folge 9, hallo. Pures Gold. Neue Aufnahmesession, wir sind noch nicht wieder eingegroovt. Zumindest was unsere... Deshalb nehmen wir lieber was Grobes, ein Panzer. Ich glaube, der Fernseher ist unglaublich laut. Du bist unglaublich laut. So. Was steht denn da oben drauf? Gaga. Ah. Gaga. Wo denn? Auf dem diesem Gewehr da, dieser Kanone. Das kann ich nicht erlesen. Das sehen wir am Ein- und Aussteigen. Nicht erlesen. Da steht auch Fragger. Das ist auch nur wieder der Wunsch der Vater des Gedanken. Und ich will, dass da Gagger steht. Man, diverse Psychologen müssen damit herausfinden, was mit mir nicht stimmt. So, damit drehe ich den Turm. Was müssen wir denn eigentlich machen? Von der ganzen Steuerung her muss ich mir erstmal ganz klein ein bisschen reingewöhnen. Wir müssen den LKWs zum Hafen nachjagen. Denn die LKWs haben Gold geladen. Und Gold, meine Damen und Herren, wollen wir haben. Da ist ein Lastwagen, Panzerfahrzeug. Was für ein Haufen. Aber das ist immer so eine... Das ist doch nicht... Das kann doch von denen nicht so gewollt sein, dieser Verzögerung. Dass da so eine Verzögerung drin ist? Ja. Doch, doch. Der kommt sicher nicht mehr. Ich finde das total geil, ehrlich gesagt. Ja. Wlupp rein und dann... Pff, das fühlt sich so an, als würde das Geschoss quasi durchgehen und dann irgendwas im Fahrzeug halt explodieren. Du hast schon wieder irgendeinen Scheiß. Oh Mann, ey. Wlupp rein und dann... Oh Gott. Das ist so geil. Meine Damen und Herren, wir sind ja auch erst 14. Insofern dürfen wir über derart Humor lachen. Hast du die Schilder nicht gesehen? Was für Schilder? Oh. Ich wollte gerade sagen, Mist getroffen, aber naja, 95%. Ich ignoriere es mal. Wir könnten den ja auch reparieren, wenn er kaputt ist, oder? Ja, aber... Hast du das Tool noch dabei? Reparieren ist ja was für Anfänger. Kauf mir einen neuen. Kannst du das nicht im Videospiel so machen, wie wir es als reiche YouTube-Millionäre immer machen? Oh, was haben sie hier? Ich mache das ja inzwischen, ich bin ja inzwischen so YouTube-Millionärig, ich mache ja nicht mal mehr Schuhe zu. Wenn der Schnürsenkel aufgeht, in die Tonne mit dem Scheiß. Neues Paar her. Oh, guck mal, der ist gleich vor Schreck explodiert. Oh. Mist, der zieht auf mich. Bupp. Du hast Schuhe, mal. Moment mal. Ja. Wann gab's denn die? Ich muss hier mal barfuß herlaufen. Hast du von meinem Sponsor. Adidas oder? Nee, ich werde doch von der Schuhmarke mit dem Krokodil gesponsert. Zumindest wollen das YouTube-Spürnasen rausgefunden haben. Es gibt überhaupt eine Schuhe, jetzt auch mit Panzer. Warte mal. Also ich sag die Marke jetzt extra nicht, damit nicht. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Na, die hier. Guck. Ja, so. Wie soll ich denn das markieren? Crocodile. Genau, Crocodile heißt die Marke, richtig? Crocodile Dundee. Nee, weil wir hatten doch jetzt irgendwie so in den letzten Monaten mehrmals irgendwie bei High Five Videos gemacht, in denen ich irgendwelche Kostüme anhab. So ja. Ritterscheiß und Cowboy-Scheiß. Und immer war es halt so, dass es keine passenden Schuhe für mich gab, weil ich halt verhältnismäßig große Füße habe. Ja. Das heißt, ich musste halt immer... Vor allem auch hässliche Füße. Richtig, ja, danke. Nice touch. Musste du halt erzählst immer einfach deine Geschichte und ich steig mal kurz aus und mach mal. Ja, klar. Ja, toll. Nee, dann nehme ich lieber den anderen Panzer. Und dann gab es zu meinem Kostüm, das sonst authentisch bis ins letzte Detail war, nie passende Schuhe. Mhm. Das heißt, ich hatte halt immer meine Turnschuhe an. So mit der Ritterrüstung und Turnschuhen rumgerannt. Genau. Ist ja geil. Genauso wie ich halt auch im Cowboy-Kostüm in Turnschuhen rumgelaufen bin. Und darauf haben einige Leute geschlossen, ja, das ist nur deshalb, weil ich Fettasche von der Firma mit Krokodil kriege. Wie geil. Dabei habe ich extra in irgendeiner Command-Folge mal minutenlang nur drüber abgerantet, was für miserable Materialqualität die Firma mit dem Krokodil herstellt. Aber es sind halt die einzigen, die du leihen kannst. leisten kannst. Hier, brauchst du nicht mehr. Die stinken wie Käse. Oh ja. Weg mit dir. Ja, und so ist es auch mit allen anderen vermeintlichen Product Placements.
fuck. Oh, 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 shit, 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 shit. Das pfeift schon, das ist nicht gut. Ich hab nur kein Tool dabei. Oh, 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 oh. Fuck, fuck, fuck. Oh, oh. Drama. Vorbei. Ah, hier vorne steht ja noch einer. Noch sechs. Ich würde aussteigen. Mach davon alleine. Nicht im Stück, aber egal. Ich bräuchte mal so ein Reparaturtool. Gibt's, kann man sich ja nicht so ein... Wie, was? Das ist jetzt ein Witz, oder? Dass man hier oben startet? Ohne Panzer. Ja, tatsächlich, ohne Panzer. Ist da so ein Tool? Das ist ein Tool. Tool. Hier wäre ein Tool gewesen. A fool with a tool is still a fool. Oh Mann. Wir sind so einfach. Ja. Wir sind auch schon zu lange verheiratet. Ja, es wird halt Routine. Wie oft ich momentan diesen Pina Colada-Song höre, weil der im Dings-Soundtrack mit drin ist, im Guardians of the Galaxy. Und was ist damit? Und da ist doch auch diese Geschichte, dass am Ende halt seine Frau ist, ne, die er da trifft. Ach so. If you like Pina Colada. Und dann stellt sich doch heraus, dass er schreibt doch dann eine Antwort auf eine Annonce und dann stellt sich heraus, es ist halt seine Frau. Oh. Und dann merken sie halt, dass sie sich gegenseitig betrügen wollten. Dann erschießt er sie und sie noch die Kinder. Oh. Eine herzzerreißende Geschichte. Jetzt echt oder was? Nein, Quatsch. Sie merken dann halt so, oh, guck mal einer an. Sie wollten zwar beide jetzt irgendwie fremdgehen, aber... Und dann erschießt er... Die Kinder und sie. Sie wollten irgendwie best. Beide fremdgehen, aber haben dann darüber wieder zueinander gefunden und gemerkt, dass sie viel, viel vielseitiger und interessanter sind, als sie das so dachten. Also ein Denn Plädoyer, sie mögen auch Pina Colada. Also ein Plädoyer fürs Bescheißen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil dadurch wird alles spannender im Leben. Also, wenn ihr euch mal fragt, Mami, Papi, wie war das früher? Genau deshalb sind sie auseinandergegangen. Mutti mochte keine Pina Colada. Ja, großer Pina Colada-Fan. Ja, den will ich auch haben. Ich glaube, die sind hier... Ich mach das anders. Boom. Noch Fragen? Oder mal da oben hockt noch einer drin. Ach nee, der steht hier vorne. Jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob mir Pina Colada schmeckt. Was ist denn da so? Wie ja, das sind halt so eine Sahne-Drinks. Also es sind halt alles... Warte mal, sind das unsere Jungs, die da eingestiegen sind in das Fahrzeug? Ach, guck mal, das ist ja cool. Ja. Voll den Konvoi. Also jetzt da wird ausgestiegen. Also Coladas sind doch immer diese Sahne-Cocktails. Okay. Und das finde ich auch total lecker. Und meistens gibt es ja immer nur diese Pina Colada. Aber es gibt eigentlich ganz viele Colada-Varianten. Okay. Also... Eine gute oder besser gesagt auch eine schlechte Cocktailbar hat ganz viele von diesen Pina Colada-Varianten. Ja. Moment. Ja, schieß, lad halt nach. Ich glaube, dieses Standoff werde ich gewinnen. Ja, siehst du mal. Diesmal haben sie sogar ein Tool dabei. Die Leiche. Da hinten ist, glaube ich, noch irgendwo einer hinter den Bergen. Der White Russian gehört aber dann nicht zur Colada-Familie dazu, da, oder? Da ist ja das Wort Colada nicht da drin. Also von daher würde ich tippen, nein. Vielleicht ist ja so ein Doppelname. White Russian Colada. Weil die in einer progressiven Ehe leben, oder ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mich ja mit Alkohol so wenig aus, von daher kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ich finde halt diese Colada-Dinger geil. Da habt ihr's. Das Coolste war, ich weiß noch, als wir mal auf der E3 waren in Los Angeles, waren wir in irgendeiner Bar. Der Graf hat sich halt irgendein vernünftiges Getränk bestellt und Dave auch und Bernd auch. Und dann kommt die Bedienung mit so einem pinken Drink und zack, landet er natürlich bei mir. Dann haben sich alle geschämt und so vom Tisch weggedreht. So. Oh Gott, wie sie mit leben. Hättest du nicht mal Getränk für bestellen müssen. Oh, der kommt gar nicht. Er kommt mit seinem Rohr gar nicht so weit runter. Ich lass das jetzt hier stehen. Ich dachte, ich lass dir, ich gebe dir einen einfachen Einstieg. Ey, sag mal, hallo? Warte mal, was ist denn das hier? Nein, nee. Jetzt reicht's aber langsam mal so. Ich steig mal aus. Unseren Zuschauern, also jetzt, wo wir das hier spielen, sind ja schon so die ersten paar Folgen von dem Let's Play online. Ja.
die ich glaube, wir haben das denen total versaut, weil wir darauf eingegangen sind, dass das Field of View so klein ist. Ach so, jetzt sehen das merken alle. Merken das alle total. Mhm. Das Field of View ist gar nicht zu klein. Außerdem kommt genau genommen ist das zu groß. Es kommt eigentlich auf die Technik an. Aber was auch ein paar Leuten aufgefallen ist, ist das Tearing in manchen Szenen. Und das hat uns ja auch wundert, hat uns in den Menüs immer gewundert, dass es hier ganz doll ist, aber wir wissen nicht, wo es herkommt. Hm. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass das früher, mir wäre das früher auf der Xbox nie aufgefallen. Also bei dem Spiel jetzt. Bei anderen Spielen natürlich schon. It's tearing up my heart. Aber hier geht's jetzt eigentlich auch. Nein. Ist das NSYNC? Also Backstreet Boys sind's nicht. Und nee. Take That sind's auch nicht. Dann ist es. Obwohl, warte mal. Nee, ja, wenn dann ist, glaube ich, das ist NSYNC. Und wir ziemlich schwer bewaffnet. Gehen wir da wirklich rein? Ich weiß, dass die Laster da drin sind. Ich weiß es einfach. Okay, sehen wir uns die Sache mal näher an. Näher heißt wahrscheinlich mit Nahkampfwaffen. Scheiße, jetzt hätte ich gerne wieder meinen Raketencomputer. Ja. Wie viel cooler das ist, dieses aus reiner Gier des scheiß Goldklauen, ja, als dieses diese ganze rettet die Welt, ja, oder zumindest Amerika und seine verkorksten Werte. Das ist was Grundsympathisches. Gier, Geldgeilheit, Gold hinterher und der Dings ist auch noch irgendwie, steht auch noch auf die Funkerin. Sweetwater. Sweetwater. Hieß sie noch gleich? Miss Juliet. Ja. Also, so irgendwie so in der Richtung. Ja, 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 hier. Darum geht es ja auch. Es geht ja auch nicht darum, sich den Namen merken zu können, sondern sich so eine Tendenz. Ob das auf A endet, ob... Ja, hätte er sich mal besser hinstellen sollen. Oh. Ich würde mich da nicht so stehen lassen, sondern eher gehen lassen. Ich stecke uns mal eine Spritze rein. Also eigentlich müsste hier, das Video ist eigentlich falsch benannt, weil da steht jetzt irgendwie Let's Play Battlefield Bad Company drüber, aber eigentlich ist das hier Lebensweisheit mit Michi und Fritz. Kommt hier als Mäuse rein und geht als Männer. Sehr kaputte Männer, aber egal. Okay. Ich glaube, er hat es verstanden. Der da unten nervt ein bisschen, aber ich weiß nicht, was ich gegen ihn machen soll. Du hast doch so einen Fump. Nimm doch den. Ja, ich glaube, die machen nicht viel. Sonst hast du nichts mehr. Leer. Schade. Kannst du denn da vielleicht irgendwie noch Nachschub? Also da vorne wird doch schon Sprengstoff irgendwo sein. Ich renne jetzt auch nochmal rüber. Man muss ja vielleicht auch nicht jeden töten, so im Leben. Oh, da ist einer drin. Und hinten kommen auch überall welche. Ach guck mal, da ist aber stehen geblieben. Ja, Gott sei Dank. So. Ich geh erstmal rein. Da steht irgendwo ein Fahrzeug rum. Das ist überhaupt nicht vorteilhaft. Ich kann nämlich momentan nur Fahrzeuge reparieren, nicht kaputt machen. Geht das nicht auch? Also in Multiplayer-Battlefields kannst du mit dem Tool... Wenn ich es in die andere Richtung drehe, meinst du? Ja, das ist im Multiplayer-Battlefield geht das schon. Da kannst du mit dem Tool ja, aber effektiv Fahrzeuge kaputt machen. Multiplayer-Battlefield, da geht alles, weil Multiplayer-Battlefield ist ja alles ganz toll. Ich merke schon wieder, das läuft auf unsere übliche München-Berlin-Diskussion raus. Nur diesmal mit Battlefield-Singleplayer und Multiplayer. Michi-Transport. Heißt dieser rote Damage Indicator getroffen, aber ist mir egal? Oder heißt das, macht richtig Schaden? Getroffen, aber ich kriege auch Schaden dadurch. Okay. Also pass mal auf. Jetzt ist der hier leer. Ist der Wagen. Hol ich mir den. Dem geht's auch noch halbwegs gut. Geil, da ist das Ruggy-Mobil oder was? Jamin. Bam, 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 Jamin. Bam, bam. Bam. Hier kommt die Granate.
Hallo. Also machst du das Lucha. Luchador. So. Ich glaube, sie haben es verstanden. Ich glaube nicht. Ich glaube, da steht noch, dass noch einer im MG-Nest. Ja. Müsstest du, glaube ich, mal persönlich übernehmen. Pass mal auf. Wie ist auf das Fass neben ihm? Ich habe leider nichts mehr zum Verschießen. Warte mal. Schuss ins Blaue. Nein! Oh, ist ja ein Arsch. Schnell noch ein Gewehr. Ja, wenn hier mal eins wo irgendwo rumliegen würde. Ist Krieg? Kein. Oh, fein. Und der steht ja auch so lustig da oben. Ja, ja, mach du da mal mit deinem Scharfschützen. 29, ne? Der hat einen Barrett. Muss mir nicht sagen, wie spät es ist. Ich tippe drauf, die Lektion hat er gelernt. Tschüss. Gott sei Dank. Guck mal, das ist die geile Shotgun hier aus Jurassic Park. Die ihm da auch nichts gebracht hat. Mann, ist das ein großes Boot. Sweet. Wie war das mit dem Legionär? Der Frachtraum ist voller Gold, richtig? Von oben bis unten. Sehen wir nach. Hier wimmelt es von Söldnern. Ich wette, das Gold ist hier irgendwo. Na, wenn wir nachsehen sollen, dann machen wir das doch. Aber erst in der nächsten Folge. Ciao.